So, hallo und schönen guten Tag zusammen. Heute kommt das Tim Curran Double Feature und nicht nur zwei Tim Curran Bücher werden vorgestellt, sondern es wird auch von zwei Menschen vorgestellt, ja. Nämlich von diesem Menschen und von diesem Menschen. So, es geht um zwei Bücher. Welches möchtest du denn zuerst nehmen? Ich nehme das Blackout. So, es geht um Feuertod und Blackout. Genau, das sind die beiden, ich glaube, aktuellsten Bücher von Tim Curran. Das eine, interessanterweise muss man auch sagen, das eine ist im Festa Verlag erschienen, das andere ist, ich glaube, im Lucifer Verlag. Ja. Derselbe Autor, auch eine ähnliche Geschichte nicht, aber die Thematik ist ähnlich, aber völlig unterschiedliche Verlage. Keine Ahnung, was das aussieht. Ja, dann fang noch mal an. Was hast du denn da jetzt, wie fandst du das? Also mir kam das sehr entgegen, dass das ein dünnes Buch ist. Ich bin ein Langsamleser und deswegen ging das relativ zackig. Mir wurde vorher schon gesagt, dass man mit dem Buch schnell durch ist und das hat sich auch bewahrheitet. Nicht nur von der Thematik her war es spannend und deswegen war ich schnell durch, sondern einfach die Art des Schreibens war was, wo man einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Okay, und hier Feuertod ist ein bisschen dicker als das da. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten hat denn deins? Vergiss das immer. 137. Ja, das hat schon 254, also das ist auch schon dicker. Es beginnt wie ganz viele Dystopien auch und übrigens auch wie dieses Buch, es beginnt in den letzten Momenten der normalen Welt und dann, also hier in diesem Fall in einem heißen Sommer irgendwo in den Staaten und dann fängt es an zu regnen, erst ganz normaler Regen, die Leute freuen sich, rennen raus und dieser Regen verwandelt sich in kürzester Zeit in was anderes, nämlich in diesen Staub, der alles zerbrennt. Das ist wie Säure oder eben wie Feuer in Staubpartikeln. Und so geht das weiter. Also erstmal wird die Hälfte oder wie auch immer ein großer Teil dieser kleinen Stadt, auf der dieser Regen und dieses Zeug niedergeht, sowieso erstmal verbrannt. Das sind dann verbrannte Häufchen von Menschen, nur noch Knochen, alles schmort dahin. Und so läuft es auch, glaube ich, im restlichen Buch, würde ich jetzt mal sagen. Es geht eigentlich immer darum, dass irgendwie dieses Zeug die Menschen verbrennt. Und was sagst du? Ja, also diese Verbrennungsthematik oder dieses Zerschmelzen wird wirklich in jeglicher Form beschrieben, vom zerplatzenden Würstchen bis hin zu ekligem, dickflüssigem Schleim. Also jegliche Assoziationen mit Lebensmitteln werden von A bis Z durchgegangen. Also es ist schon relativ kreativ, wie der Herr das macht. Irgendwie eklig. Am Anfang flasht es einen irgendwie ganz gut. Es ist tatsächlich ein bisschen repetitiv, kann man glaube ich sagen. Weil dieses, wenn dann wieder ein Mensch von diesen Staubpartikeln getroffen wird, oder später auch von anderen Wesen, die mal Menschen waren, ohne jetzt so viel zu verraten, ist das jedes Mal dasselbe. Das wiederholt sich auch nicht zwei- oder dreimal, sondern es wiederholt sich praktisch vom Anfang bis zum Ende des Buches. Das ist jetzt, irgendwann wird es dann so ein bisschen, alles klar, schon wieder. Ne? Oder wie hast du das gesehen? Ja, also ich muss sagen, ich fand es am Anfang auch noch ein bisschen komplizierter. Ich meine, es ist ja irgendwie auch klar, dass die Anzahl der Menschen, die in dem Buch vorkommen, in Richtung Ende ein wenig schwindet. Das macht es dann da noch ein bisschen einfacher zu lesen, weil man halt nicht von Charakter zu Charakter so häufig hüpfen muss. Am Anfang ist es so, dass man das Gefühl hat, ah, da kommt noch einer dazu, dann kommt noch ein Handlungsstrang. Und da muss man sich noch relativ konzentrieren und gegen Ende hin wird es immer mehr easy, irgendwie hatte ich so den Eindruck. Das kann man positiv oder negativ bewerten, das ist eine Geschmacksfrage. Also vor allem, was mich ja gestört hat, ist, dass so gegen Ende dann nochmal so eine Art zweite Lösung reinkam oder so eine Art Möglichkeit der Bekämpfung, die aber auch sofort wieder zunichte gemacht worden ist. Ne? Ja, innerhalb von 10 Seiten fast. Ne? Also ja, man hatte irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass die Lösung des Problems nicht ganz so bis zum Ende gedacht war. Also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber es ist halt, man wartet so darauf, dass irgendwie so eine Art Auflösung geschieht.
Und damit lässt sich der Autor tatsächlich bis zu den letzten paar Seiten Zeit. Also das ist jetzt nicht so, dass der in den letzten 50 Seiten da lange drüber referiert und das Ganze erläutert, sondern es kommt relativ zum Schluss, zackig, zu einem Ende und man denkt dann so, ja, war ein nettes Buch. Ja, ich glaube auch ein nettes Buch tritt es, glaube ich, ganz gut, aber es gibt keine Erklärung. Es gibt keine Hintergründe und es gibt auch keine Erklärungsversuche. Ja. Ein echtes Horrorbuch, ein echter Slasher, ein echter Schmierkram, was Horror angeht. Ekelig. Ja. Ist schon gut. Das Filigrans, das ist jetzt nicht, das mag aber auch daran liegen, dass ich irgendwie in letzter Zeit auch so ein paar Bücher gelesen habe, die noch deutlicher und länger, hintergründiger recherchiert werden. Das muss auch nicht jedes Mal sein, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, ich fand es, glaube ich, ein bisschen besser noch, aber... Ja? Okay. Für dich war es... Also ich hab halt die beiden Bücher auch in der Reihenfolge gelesen, dass ich erst das Blackout hatte und dann das. Und ich fand das Blackout besser. Ja, was sagst du denn zu dem Blackout? Also ich würde es jetzt so ein bisschen, weil wir auch beide Bücher zusammen rezensieren, so ein bisschen in Kombo sehen. Ich fand das Blackout mehr durchdacht als den Feuertod. Ich fand es kurzweiliger, weil es dünner ist. Und ja, es war irgendwie... Ich hatte das Gefühl, dass die Idee mehr durchdacht war. Also das Konzept des Buches fand ich ausgereifter. Obwohl es dünner ist, ne? Ja. Also er kriegt es tatsächlich hin, in weniger Seiten irgendwie mehr... Ja, einfach was Durchdachteres hinzukriegen. Wo man den Eindruck hat, die Sache ist runder. Also hier ist es eher so, dass man das Gefühl hat, das könnten jetzt auch, 50 Kurzgeschichten sein, jeweils von der gleichen Thematik. Und irgendwie fehlt da so der Schliff. Und hier kommen am Ende auch noch so ein paar coole Sachen mit rein, wo man denkt so, ja, das ist irgendwie eine witzige Idee. Also mal was anderes. Hat auch so ein bisschen diese Sci-Fi-Geschichte mit drin. Muss man mögen. Also ich fand das cooler irgendwie. Ja, also es hat diese Thematik, das kennt man ja, glaube ich, auch spätestens kriegt man seit Krieg der Welten, dass irgendetwas Riesiges am Himmel auftaucht, was mit Tentakeln nach den... Da greift man jetzt auch nicht vor, man sieht es ja auf dem Cover. dass irgendwas Großes, heißt auch Stummes in diesem Fall auch, am Himmel steht und nach den Menschen greift. Das ist keine ganz neue Idee, aber es sind ein paar neue Aspekte da drin. Das, also mich persönlich fasziniert das ja, wenn da neue Aspekte drin sind und wenn sich da jemand was bei gedacht hat. Deshalb fand ich das auch spannend. Es ist interessant, dass beide Bücher eigentlich bei Dunkelheit spielen. Ne? Und der Regen. Ja. Das ist wieder die Parallele. Ich weiß nicht... Vielleicht hat der Herr Curran da irgendwie so eine Art Steckenpferd oder so. Vielleicht hat er Angst vor Regen oder vielleicht denkt er einfach nur, Horror passt am besten in Dunkelheit, aber das ist eigentlich auch überholt, das Denken. Keine Ahnung. Also, ja, aber also ich finde eigentlich sind beide so als kurzweilige auch Horror, auf jeden Fall Horror-Literatur zu empfehlen. Also zu dem Blackout muss man auch sagen, dass das noch amerikanischer ist von dem Setting. Also es sind echte Amerikaner, die da mitspielen und so. Und das ist ja häufig, es ist auch beides Dystopien. Es ist ja häufig so, dass bei Dystopien auch am Ende eigentlich kein Licht mehr am Horizont ist. Das ist da ähnlich, aber auch nicht völlig. Und ja, man muss sagen, also steht halt irgendwas am Himmel, was Tentakeln hat und die Menschen einfängt. Und die Menschen kommen... natürlich nur durch schmerzliche Erfahrungen darauf, wie sie anfangs den Sachen entgehen können. Aber es ist bei vielen Horrorbüchern, vielen Dystopien, es ist ja so, dass es auch verschiedene Stufen gibt. Und die gibt es in diesem Roman auch. Also es gibt nicht nur diese Tentakelwesen, sondern kommt da noch mehr. Und ich glaube, es wird immer dystopischer. Ja, es ist halt so ein bisschen diese... die Frage hängt die ganze Zeit im Raum für die Protagonisten. Was... dieses Ding oder was das dieses Szenario bezweckt und das ist irgendwie was, wo man auch dahinter kommen möchte im Laufe des Buches. Das fand ich halt irgendwie ganz nett. Ne? Also gerade, weil es sich halt auch so aufbaut. Ne? Im Gegensatz zu Feuertod, da ist es nicht so. Vielleicht macht es das auch noch spannender, weil man so ein bisschen selber versucht, hinter die Kulissen zu schauen. Also
Ja. Wobei das auch ein offenes Ende hat. Ja. Und das andere eigentlich... Also wenn davon ein zweiter Teil rauskäme, wo ich nochmal in der dicken, in einer nicht so dicken Variante, also genau so, wie es jetzt produziert wurde, würde ich, glaube ich, lesen. Ja, okay, das war das Tim Curran Double Feature. Feuertod und Blackout mit uns beiden. Heute hat Betty neben mir gesessen und mit mir darüber gesprochen. Also habt ihr auch sozusagen zwei Meinungen bekommen. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und bis nächste Woche.